Es ist mitten in der Bastelnacht. Liebe YouTube-Zuschauer, hier geht gerade absolute Wahnsinn ab. Wie wir rechts von mir sehen können, werden gerade ganz viele Mainboard-Hersteller geraten. Und ich habe heute eine Platine am Start, wo ich behauptet habe, dass wahrscheinlich 98% des Chats noch nie was davon in dieser Natur gehört hat. Und es ist ein Mainboard von Supermicro. Es ist dieses Board hier. Ein Supero. Supero C9Z390PGW. Das ist eine 380 Euro Platine. Leck mich in the Tash. Ja? Hier. Sockel 370. Sockel 1151 V2 und das ist das Board. Kauf mal Serverplatinen. Ja, hier sind wir doch gerade dabei. Es ist eigentlich Supermicro ist eigentlich ein Serverplatinenhersteller und das ist aber quasi der Gaming-Brand von denen und irgendwie kann man das auch gar nicht in Europa kaufen. Was daran so viel Kohle kostet, das weiß ich selber auch noch nicht. Aber ich wollte es halt mal gesagt haben. Ich stelle das ja hier vor. Ich habe es mir nicht gekauft. Und wir gucken uns das einfach an. Import, ja, ich. Also, wenn du in die Historie guckst von Geizhals, dann siehst du, dass es mal angeboten wurde. Und wie schon erwähnt, ja, 10G-LAN ist teuer. Es hat nämlich 10 Gigabit LAN. Ein halbes Jahr voll gemacht, der Aldurio. Hallo und Dankeschön. Ja, let's have a look into this. Friends will be friends. Ich muss nur sitzen bleiben auf meinem Stuhl, dann läuft das schon. Gibt es einen Adapter für einen Ryzen, lol. Ja, die Hälfte des Chats eskaliert jetzt, weil ich keinen Ryzen baue. Danke fürs Abo. Kuchenkeks-Fan, yay! Also, ja, SATA-Kabel, ne? 1, 2, 3, 4. Ganz klassisch eine IO Shield. Wie kannst du nur? Wie kann man? Warte mal, vielleicht ist die Szene hier auch cool. Ups. Ich glaube, die Szene ist ganz, ganz entspannt. Wer braucht schon 10G LAN? Ja, der zukünftige Besitzer braucht das. Ich denke, es gibt dafür Anwendungsgebiete. Ich könnte mir auch sehr gut ein Anwendungsgebiet dafür vorstellen. Zum Beispiel meine langen Streams, die ich dann umrendere. So, angenommen, ich möchte diese dann aber nach dem Umrendern auf meinem leistungsstarken Streaming-PC möchte ich die dann hochladen mit einer möglichst leistungsschwachen Maschine. So, dann will ich diese 15, 20, 30 Gigabyte aber auch schnell rüberschieben können. Und das wäre mit 10G LAN ein Träumchen. Was sagst du zur fest verbauten IO-Blende bei Asus? Kein Kommentar. Ja, also hier WLAN-Antennen. Hier haben wir... Ich mag das irgendwie nicht. Ich mag das irgendwie nicht. Hier haben wir Labels für die SATA-Kabel. Play harder, ja. Supero Play harder. Ist doch praktisch. Ich mag sie nicht. Ja, jeder darf seine Meinung haben, ich mag sie nicht. So, nächstes Thema. Aufkleber, Mann. Play harder, Mann. Wieder. Play harder, Baby. Ja. Supero. Trademark. So. Eine Treiber-CD. Mensch, wer verbaut denn heute noch Laufwerke? Ja, ich ab und zu. Aber soll ich sie wegschmeißen, oder... Also wenn das Board 380 Euro kostet, was wird über die CD ausgemacht haben? Das ist halt die Frage. Man weiß es nicht so genau. Server Quality Built for Gaming. Quick Reference Guide. Revision 1.0. Wow. Das ist ein großes Handbuch. Das ist ein großes Handbuch. Ich sehe halt nicht, ob es scharf ist. Das ist so ein bisschen kriminell bei sowas hier.
Oh, es hat sogar Farbe. Aber hier sind doch irgendwo die Specs, oder? Ne, keine Specs. Also das Warning. Ja, das ist das Handbuch. Hier sehen wir halt die Übersicht. Mit dem I.O.-Panel. Dem Sockel. Ist natürlich für die aktuellen Core i3, i5, i6, ne, i7, i9 CPUs. Also auch für den dicken 9900K zum Beispiel. Und frisst da alles, was gerade so aktuell ist. Ich meine, hier ist der Realtek ALC 1220 Chip drauf. Und ja, wird also ein bisschen was beschrieben. Und hier sind wir schon chinesisch. Ist die echt so kurz, die Anleitung? Okay, hier ist die RAM-Konfiguration. DIMM B2, DIMM A2. CPU-Installation. Und das war's. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Seiten. Respekt. Guck mal hier. Auf Englisch und was weiß ich nicht, was für Mandarin. Nee, das ist Server-Hardware. Das ist Supero, Supermicro. Das ist der Hersteller, wenn es um Serverzeugs geht. Accessories. Ja, das sind die Accessories. Und da ist das Mainboard drunter. Mit einem Silica-Beutelchen mit drin. Damit dann auch schön. Vielleicht sind ja zwei Boards drin zum Preis von einem oder so. Das ist die Handbuch, ist die Cracky Edition. Ja, einfach kurze, klare Sätze. Sind wir gleich dran. Also das war es im Karton auf jeden Fall. Wir legen es mal auf Seite. Das Kartonge. Und hier kommt gleich das Board. So, ui, okay. Bananarama Man, yeah, 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 danke fürs Abo. So, Raki, danke dir. Ich danke dir tausendfach. So, das ist die Platine. Knack, kaputt. Knack, zerbrochen. Ich glaube nicht. Das ist das Board. Okay, wir haben, also fangen wir mal ganz klassisch oben an. Natürlich haben wir hier eine 8-Pin extra Stromversorgung. Da sehe ich auch einen System Fan Lüfter Header. Dann haben wir hier zweimal LED Header. Das müsste wahrscheinlich für RGB Kirmes sein, nehme ich mal an. Das sind nämlich vierpolige. Dann hier nochmal 4-Pin PWM. Dann haben wir da 4-Pin PWM. Das ist der Pumpen Header. Das ist der für den CPU Fan. Hier haben wir Ein- und Ausschalter und Reset-Taster. Und ein Clear CMOS-Taster hier oben. Ich hole das mal so ein bisschen ran. So, zack. Ja, hier. Sieht man das Ganze. Also viel, auf jeden Fall viel drauf. Hier sind so ganz kleine Metallstreben drumherum. Ja, weil ohne Antistatikband geht alles sofort hops. Natürlich, definitiv. Es ist einfach so. Ich habe schon so viel Hardware zerstört. Es tut mir halt leid um das Board, aber... Diagnose-LED. Ja, hier unten. Auch auf jeden Fall natürlich eine wichtige Sache. Dann haben wir hier einen System-Fan-Header. Davies, ich grüße dich. Immer noch System-Fan 2. Hier ist ein S-Arter-Strombuchse, Freunde der Nacht. Wartet mal. Seht ihr das da? SATA-Saft. Wenn man ein entsprechendes Kabel hat, kann man da wahrscheinlich eine SATA-Platte Strom geben. Bzzzt. So, hier die Play Harder, Faster, Scooter, Supero. Ja, Ausstattung bisher ziemlich gut. Ziemlich nett. Frag mich, was wird denn hier gekühlt? Was ist denn hier für ein Chip? Ist das grünlich?
Ich denke, das sind nur Widerspiegelungen hier, weil ich hier ein bisschen grüne Matte liegen habe. Nee, das ist eher so Anthrazit. Anthrazitgrau. Nicht ganz sauber. Ist nicht ganz sauber. Guck mal, seht ihr das? Ist die Westbridge. Ach so. Seht ihr das? Es müsste ein PLX-Chip sein, ne? Northbridge oder der 10G LAN-Chip. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall irgendwas, was Sitze macht. Aber das ist immer hier. Hat da das Silica-Beutelchen Sauberei gemacht? Ich habe es noch nicht angeschaut. Ja. Ich hatte es noch nicht gesehen. Darum gehe ich da auch gerade ein bisschen unbedarft dran. Aber ich denke mal, wir kriegen das trotzdem hin. Ist doch Folie drauf. Ja, da drauf schon, aber hier nicht. Auf dem Kühlkörper ja nicht. Das ist so grau, Anthrazit. Ich würde sagen, fast irgendwie so ein bisschen bläulich. Ganz faszinierend. Jedenfalls, weiter geht's. Hier unten haben wir natürlich 6x SATA 3. Dann haben wir hier zwei von diesen. Wie heißen die denn? UART? Wie heißen die noch? Helft mir, Freunde. Das sind doch auch PCI Express Laufwerke. U2 irgendwas, ne? Sind diese U2 Ports. Zwei Stück davon. Quasi auch PCI Express Drives. Ich weiß gar nicht, was solche Laufwerke kosten. UART ist zum Debuggen. Okay. Dankeschön. Es ist sogar ein Speaker auf dem Board verbaut. Was können diese Ports? Da kannst du Festplatten dranhängen mit PCI Express Geschwindigkeit. Mit ATTA geschrieben. Ja, geht bei Oma immer. 1 € bei Aldi. Die ist jetzt nicht. Also, dass zwei Ports drauf sind, ist schon ziemlich einzigartig. Ein Port habe ich schon das öftere Mal gesehen. Ist es bei den U2 dann wie bei den M2? Vermutlich schon. Man müsste mal in die 5 Seiten Handbuch schauen, ob da was dabei steht. Oder vielleicht auf der Rückseite des Kartons. Was haben wir denn da? Ja, ein Mainboard, von dem noch nie irgendwer was gehört hat. Ich habe schon den Namen wieder vergessen, weil der so lang und kompliziert ist. Das ist ein Supero C9 Z390 PGW Pollengewehrwaffe. Wie auch immer. Ein Riesengerät. So. Fokussieren Sie manuell. Haben Sie mehr Spaß. Also sind 4 PCI Express Dreifachslots drauf und da sind auch Beschriftungen dran. Das ist ein 16er. Das ist ein 8-facher. Das ist der einfache, das steht auf jedem Slot drauf. Das ist auch wieder ein 16er und das ist auch wieder ein 8-facher, aber mit kompletter Länge. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ist das noch ATX-Format? Ja, das ist noch ATX. Das hält sich noch an die ATX-Kirmes. Frontpanel-Header, ich glaube in zwei Ausführungen. Nee, das ist einmal dieser TPM-Port hier und das ist einmal Frontpanel-Kirmes zum Anschließen. Dann haben wir hier einen Jumper, Watchdog, der Watchdog. Okay. Was bedeutet der Watchdog? Was ist der Überwachungshund? Den kann man irgendwie anschalten. Reset und NM1. I don't know. Jetzt kann man wahrscheinlich die Dinge ins an- und abschalten hier, die Debug-LED oder so. Würde ich jetzt vermuten. Also hier sind ja Sachen drauf, die hat man ja vorher noch nie gesehen. Das ist ja der Wahnsinn. USB 3.0-Header ist hier unten. Ganz unten zentral. Und hier ist noch ein serieller Anschluss. Komm. Ja. Was ist unter den Kühlern? NVMe-Slot. Ja, zwei Stück. Da sind zwei Stück drunter. Können wir uns gleich mal angucken. Nehmen wir die mal ab. Hier ist noch USB 3.1 für die Front. Jawohl. Das müsste der doch sein, oder? Ich meine, da unten finde ich ihn relativ ungeschickt platziert, aber das Ding ist ja schon vollgepackt wie sonst was. Ja, also hier der. Und da ist dann der normale USB 3.0. Die Positionierung ist ein bisschen mäh. Aber ich glaube, das wird bei der Maschine dann
nicht so ja, schlimm werden. Hier haben wir natürlich Front Audio. Wie gesagt, Realtek ALC 1220. Hier ist auch nochmal ein Kühlkörper. Das könnte auch der LAN sein. Und ich denke, die arbeiten hier echt mit dem Switch, damit sie da mehr rausholen können. Hier oben natürlich eine schicke Abdeckung. Die Kühlkörper für die WRMs. Auf dem Karton steht 140 Watt TDP, ja. Da sind auch noch Jumper drauf, ja. Leck mich in der Tasche. Also wie gesagt, hier in der Mitte auch, ne? Hier ist auch ein Speaker. Und BIOS-Batterie von Panasonic. Epic Win. Und die Kühlkörper für die WRMs finde ich jetzt ein bisschen mau. Das sind halt auch so Blöcke. Erinnert mich irgendwie ganz grob an das Carbon oder so vom Ryzen. Wird man mal sehen müssen, was die natürlich dann unter Belastung anstellen. So, Chokes-mäßig sehen wir jetzt hier vorne 2, 4, 6 und dann oben für den RAM 2. Sicher kein OC-Board. Ja, das weiß ich nicht. Es ist designed in USA. Und Rückseite können wir uns mal angucken, Freunde. Da haben wir natürlich dann die volle Ausstattung mit dem Combo PS2-Port, USB 3. Das sind 3.1-Generationen, schieß mich tot. 3.1 Generation 1. So, zwei Displayports. Holy shit. HDMI, ja, für die Onboard-Grafik. Dann haben wir hier den Gigabit LAN. Dann haben wir hier 3.1 Generation 2 als Typ A und Typ C. Dann haben wir 3.1 Generation 2 als Typ A zweimal. Dann haben wir den Onboard LAN. Ja, 802.11 AC und Bluetooth 5.0, bla bla bla. Und natürlich den 7.1 Audio. Ja, PS2, ja klar. Ist doch eine gute Sache. Alleine wenn man versuchen würde, Windows 7 zu installieren. Wobei, wir wissen ja alle von Roman Hartung, der hat das ja gesagt, USB steigt irgendwann bei minus so und so viel Grad aus. Und PS2 läuft dann noch, weil PS2 hängt ja quasi direkt im Prozessor. Also insofern, die Ausstattung ist sehr, sehr gut, finde ich. Also da kannst du eigentlich nichts vermissen. Ich denke, die haben da halt einen ganz geilen Dienst getan mit der Aufteilung, wie sie es handhaben. Ja, hier wird halt gesagt, 9000er Serie bis 140 Watt TDP, 380 Euro. Ich weiß. So unglaublich. Und man kann es auch nicht kaufen zurzeit. Was? Knapp 400 Euro? Ja. I know. Play faster, harder, scooter. M2, PCI Express 4.0. PCI Express 3.0, X4. Zwei Stück. Also die beiden PCI Express NVMe-Slots sind beide mit vierfacher Anbindung und PCI Express 3er Standard. Ein Hoch auf Ravioli. Und die haben das echt so, Dankeschön für die Bits übrigens, die haben das echt so gestaltet. Sieht man jetzt hier ganz schön. Ich glaube, hier bekommt man die Info noch am besten, dass man tatsächlich mit dem Ding 1616 SLI fahren könnte. Seht ihr das? 16 not available, 16 not available. Oder halt 4x8. Wie auch immer die das gemacht haben. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Danke dir, Nordkrieger, für dein Abonnement. Also das ist schon mal sehr, sehr respektabel. Das ist irre. RGB-Headers, genau, das habe ich richtig erkannt. DDR4000 Plus mit OC, Non-ECC bis 64 GB. Okay. Postcode LED, COM-Header. USB 2.0-Header war hier unten rechts. Ah. Ne, wo war der? Unten rechts war der? Ne, wo war der? Moment. Ach da! Das Ding, was ich als TPMP identifiziert habe. Alle guten Dinge sind drei. Was kostet das? 480. Jetzt sind wir schon mal 480. Wer bietet wer? Mehr. 380 Euro. Wenn man es ja kaufen könnte. Ein Supero C9Z390 PGW. Wir schauen jetzt nochmal
Wow, Genetic verschenkt ein Abonnement an den netten Flitzi? Flizzi? Woher hast du das denn? Ja, das war halt in diesem Karton hier. Ich muss den Bromat fragen, wo er das her hat. Frag den Bromat, wo er das her hat. Bromat Power. Lasst uns mal hier drunter gucken. Das müssten ja eigentlich diese zwei Schräubchen sein und dann haben wir es in der Hand. Oder drei Schräubchen. Das kriegen wir wohl her. Warte mal, ich gehe mal auf die Automatik. So. Das ist gerade mal etwas komfortabler. Import from USA. USA. Das Tolle ist natürlich dabei, ich kann hier wohl mit einem normalen, relativ normalen Schraubendreher, gefunden auf otto.de. Gut, mit so einem Schraubendreher kann ich da nicht dran gehen. Aber vielleicht mit so einem hier. Wenn er der magnetisch wäre. Vielleicht funktioniert ja sogar der hier. Okay, da ist nichts magnetisch. Gut, dann nicht. Dann hier. Aber es sieht auf jeden Fall aus wie ein gesonderter Kühlblock, der halt hier mit diesem Southbridge oder Chipsatzkühler verbunden ist. Quietscht gut. Quietsch, quietsch, quietsch. Und jetzt? Gleich macht's knack. Und dann war's das. Okay, schrauben wir oben auch nochmal los. Vielleicht vertue ich mich da ja. Ich glaube, das ist eine Einheit. Das könnte sein. Mit dem Chipsatz dabei, oder wie? Es sieht halt irgendwie nicht so aus. Es sieht halt eher so aus, als wären das so zwei Platten. Ein zwei Platten Kirmes Tennis Korsett. Wisst ihr, was total lustig ist? Der Bolzen dreht sich mit. Zack! Haben wir das 380-Brett gleich mal geflippt. Wow! Wow! Einfach nur wow! Schön, dass mir immer so ein Scheiß passiert. Seht ihr, was passiert ist? Ich meine, es ist nichts kaputt. Es ist einfach nur der Bolzen mitgekommen. Aber das, sowas soll noch nicht passieren. Bromat stirbt gerade 1000 Tode. Ja, was soll ich machen, wenn dieser Bolzen mitkommt? Und Joke Nummer 2, hier oben passiert genau das gleiche. Hier oben passiert genau das gleiche. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe das nur losgeschraubt. Das sind die beiden Schrauben. So, die war unten, die war oben. Ja, ist ja spannend. Faszinierend. Das muss man mal sagen. Liebe Damen in der Fertigung, die ihr das zusammenschraubt, ihr meint das zu gut. Ihr meint das definitiv zu gut. Warte mal, Kamera hoch. So. Das soll es dann aber auch gleich für diesen Schnipsel hier gewesen sein. Diesen First Look, und das ist natürlich der absolute Oberhammer. Sowas darf nicht passieren, meine Damen und Herren. Und ich hatte ja gar keine Wahl. Jeder, der mal ein altes Mainboard ausgebaut hat, wo diese Bolzen hier nicht richtig drin waren, der kennt das Problem. Ich hatte ja überhaupt keine Wahl. Es kam mit und es kam mit. Ansonsten, yo, ist es ein Kühlpad vorhanden? Ja, aber hier, ihr seht das ja, das ist halt, der Bolzen ist halt mitgekommen. Der Bolzen ist mitgekommen. Was soll ich machen? Nichts kaputt gemacht. Nein, natürlich nicht. Ich habe einfach nur den Bolzen mit rausgedreht. Und was hätte ich machen sollen? I had no chance. Ach, schmeiß doch weg hier. Ich meine, das macht mich natürlich gerade nervös und das ist dann auf jeden Fall für den Rest des Abends die perfekte Voraussetzung. So, aber ich zeige jetzt natürlich trotzdem noch, wie man das... Schwindel-Intel. Schwindel-Intel, oh weia.
Ich zeige trotzdem noch mal kurz, wie wir das hier wieder instand setzen. So, das sind diese beiden Kühlkörper, so. Und ich versuche jetzt aufzustehen, ohne dass die Kamera ausgeht. Ich stehe ganz langsam auf. Ari Gameplays! Und danke für den, der es getan hat. So, wo ist mein... Wo ist der Deinhard? Ich habe irgendwo so einen Aufsatz dafür. Oh, verdammt nochmal. Hier nicht, da nicht. Und nicht mal bei den Abstandshaltern. Skandal im Sperrbezirk. Okay, egal. So. Dann, man sieht das hier, es wird sogar bis 110 mm unterstützt. Das ist schon mal ganz nett. Aber dann im Prinzip muss man natürlich Schraube durch. Das ist toll, dass ich heute mal wieder so getapte Finger habe. Genau mein Ding. So, einmal das da durch. Das da du. So, zack. Und dann schrauben wir hier. Hans-Werner Nadelöhr, dem Mac Froop. Awesome! Tausend Dank! So, jetzt ist quasi wieder einmal gefixt. Bei dem Preis müssten das goldene Bolzen sein. Naja, Dinge, die Bolzen sind ja nicht das Problem. Ich begrüße das Bolzenprinzip. Viele Hersteller haben das einfach fest verbaut. Wenn du da was abreißt, da habe ich schon eigene Erfahrungen gemacht, der Elo kannst mir beipflichten, dann hast du ein Problem. Da ist das Schraube- und Bolzenprinzip schon nicht schlecht. Ist natürlich nicht so praktikabel, wenn du das Board sowieso schon verbaut hast und du rüstest da mal was nach, ne? Wenn du da mal was nachrüstest, ist das natürlich so eine Sache für sich. So, gehen wir hier auch ganz nach außen. Wisst ihr, was ich meine? Da musst du ja von hinten an das Board kommen. Und ja, die waren einfach zu fest reingeschraubt. It was too much. Etwas Nerven haben. Danke, Freelancer. So, Bolzen wieder drin. Der Wahnsinn. Die kann man natürlich dann noch, wenn man dann noch hier mit meinem Aufsatz für Gehäuseabstandshalter die festhält, dann kann man die von hinten nochmal ein bisschen festziehen. Nicht zu festziehen, weil sonst haben wir gleich zwei Mainboards. Und dann kommt dann halt nachher der hier wieder drauf. Ja, und dann kann man das dann hier verschrauben und da. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, dass da auch eine Wärmeübertragung dann stattfindet mit hier so einem Wärmeleitpad hier an den großen Kühlkörper ist das richtige Wort. Kühlkörper. Funktioniert, sind beide baugleich? Nein, sind sie nicht. Ich habe natürlich rein Zufall den richtigen genommen. Ja, und hier oben ist halt dann das gleiche. Und, yo! Was für eine spannende Mainboard-Vorstellung! Was wir mit dem Board angestellt haben, seht ihr im Rechnerzusammenbau-Video. Und ich danke fürs Einschalten. Bevor ich jetzt hier weiter huste, sage ich Tschüss YouTube! Auf nimmer! Wo ist meine Maus? Flicks und Zuge nicht. So, tschö, nicht auf nimmer Wiedersehen, aber bis demnächst. Ciao!